Ja, hallo und einen wunderschönen guten Tag da draußen. Herzlich willkommen zurück hier bei Enderal. Ja, es ist... Ich will jetzt nicht sagen, dass schon wieder einige Zeit vergangen ist, aber es ist einige Zeit vergangen, dass wir uns das letzte Mal hier gesehen haben. Und ich... Mein Kopfhörer rutscht jetzt in dem Moment. Ist voll toll. Und wir möchten... Oder wir wollen natürlich selbstverständlich an dieser Stelle hier weitermachen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und wir haben so ein paar Sachen in Erfahrung gebracht, die echt nicht schlecht waren. Ich war ja letztes Mal total sprachlos und wusste nicht genau, was ich überhaupt sagen sollte, weil es hat mich einfach umgehauen von dem ganzen Input her. Und tja, Teil von etwas Bedeutsamen, Teil 3. Das wäre jetzt das nächste, was wir machen müssen. Ich habe die Prüfungen überstanden. Alles, was nun noch zu tun bleibt, ist es für Kalia und mich, den heiligen Eid abzulegen, der uns zu Hütern des ersten Siegels erhebt. Ich sollte mit Großmeister Theolor Aramphial im Emporium sprechen. Das könnten wir machen, wenn wir wollten. Aber wir machen das natürlich nicht sofort. Ich möchte jetzt endlich mal... Stimmt, wir müssen noch die Quest hier mit Gnadaif müssen wir noch abschließen. Was haben wir hier? Den Schlüssel zum Banktresor der... Ja, genau. Wir müssen jetzt erstmal so ein paar Nebenquests machen, weil ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit die Hauptquest machen, weil wir haben jetzt nämlich das große Problem, dass wir hier... Naja, unser Aufgabenkatalog wird immer größer und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir das nicht schaffen. Sonst. Lädt Magier Bertulus den Schlitzer zur Strecke bringen. Schlitzer wegen Glimmerstaubhandel und Tempelschändung gesucht. Er gilt als trinkfest, ist Wildmagier und wird in einem Wildmagier versteckt im Herzland vermutet. Das wäre natürlich mal keine schlechte Option. Ich will gerade mal gucken, ist hier irgendwo irgendwas markiert? Nein. Da, Wildmagier, Bertulus. Da sind wir gewesen, da müssen wir also hin. Das will ich jetzt auch gerne dann machen, aber wir müssen erstmal gucken, wie spät ist es eigentlich. 2 Uhr morgens. Ist vielleicht noch ein bisschen früh. Ich werde mich mal hier ein bisschen bewegen. Ich muss nämlich mal gucken, ob hier irgendwo... Ja, die Stelle ist, wo wir einfach mal etwas machen können. Ach du! Ich muss mal ganz kurz die Aufnahme unterbrechen. Ich habe nämlich... eine ganz wichtige Sache vergessen. Ich glaube, ich nehme gerade den HD Ready auf. Ich bin sofort wieder da. Moment. So, da sind wir jetzt wieder zurück. Und ich musste ein paar Einstellungen vornehmen. Ich habe nämlich letztens erst gestreamt und ich habe total vergessen, die Einstellung zurückzusetzen. Das wären dann nur 30 FPS gewesen. Ich habe nämlich eben gerade gemerkt, dass das Spiel geruckelt hat. Und das war ein bisschen blöd. Und weil er das auch wieder runterskaliert hat auf HD Ready... da kommt natürlich der PC ein bisschen mehr ins Straucheln. Wobei jetzt macht das richtige Betriebsgeräusch. Jetzt lüftet er nämlich richtig. Weil jetzt muss er sich nämlich anstrengen. Weil 60 FPS und, ja. Jetzt, ist das Spiel auf jeden Fall auf dem richtigen Zweig aufgenommen zu werden. Und vor allem richtig aufgenommen zu werden. Ich habe das nämlich nur gerade so gemerkt, so ganz durch Zufall. Hä, da war doch was. Du hast doch was, bestimmt was vergessen. Und, naja, es kann ja mal passieren. Wir sind ja alles nur Menschen, ne? So, ich guck mal hier nach rechts. Aufnahme läuft. 14% CPU-Auslastung im Ladebildschirm. Das geht noch. Oh, was für ein widerliches Wetter hier. Was ist das da eigentlich für eine Rolle? Madame de Luna. Und ich bin darauf reingefallen. Naja, scheinbar ist der Großmeister ja ganz begeistert von euch. Fremdländer und Wegelose im Tempel scheinen ja neuerdings in Mode zu sein. Madame de Luna. Und ich bin darauf reingefallen. Okay, das wiederholt sich. Schreitet wohl, hallo. Schreitet wohl. Was ist das? Truhe stehlen. Wer redet nicht? Oh, hier könnte ich auch noch Geld mitnehmen. Das Schwert... Was? Ich sagte ja schon mal, ich liebe diese Grafikfehler irgendwie. Das ist total... Das ist das krumme Schwert... Das ist das krummste Schwert der Nation. Es könnte natürlich auch... Ach, das steht ja da. Waffenbruchstücke. Okay, ich habe nichts gesagt. Das soll so sein. Schreitet wohl. Hallo. Ich dachte jetzt gerade, das Schwert wäre irgendwie grafisch kaputt.
Ich meine, das wäre ja auch eine interessante Sache, aber... Naja. Ich habe ein bisschen was verändert in Sachen Aufnehmen. Und zwar hängt das Mikrofon jetzt quer hier rein, ohne den Popschutz davor. Weil ich habe nämlich festgestellt, bei der letzten Aufnahme... Ich kann da runter, ne? Ich habe bei der letzten Aufnahme nämlich festgestellt, dass dieser Schutz immer sehr viel vom Mund wegnimmt. Das sieht dann immer so aus, als ob ich da, ja, halt reinrede. Aber man sieht halt meine Mundbewegungen teilweise nicht. Und es war ein bisschen störend. Oh, ich sollte mich vielleicht mal wieder richtig klein. So werde ich keine Stunde überleben. Nehmen wir die Rüstung wieder. Was ist denn das? Achso, das ist der Helm von der Stadtwache. Ja, jetzt sieht das wieder normal aus. Oh, und was habe ich in der Hand? Feuer. Okay, Feuer brauche ich nicht. Ich muss mal eben gerade gucken. Eisenschild. Schild der Stadtwache. Und irgendein Schwert möchte ich gerne haben. Stahlschwert, da ist es. Man müsste wirklich mal härter durchgreifen. Naja. Dann gehen wir mal hier durch. So sind wir jetzt erstmal wieder besser ausgestattet, weil ich habe nämlich ein bisschen Angst, dass wir vielleicht überfallen werden könnten. Ich höre hier immer so... Hm? Ah, da ist eine Übungsstätte für die Soldaten. Okay. Interessant. Gehen wir hier mal durch. Jetzt sind wir auch wieder draußen. Oh, Kaserne entdeckt. Das kriegen wir gleich erstmal 40 EP, Experience, Points. Und ab ins Fremdenviertel. Der Ladebildschirm ist teilweise schnell, teilweise dauert es irgendwie ganz schön lange. Naja, was bei Patern in Tempeln und Kapellen könnt ihr eure Krankheiten heilen lassen? Stimmt, wir können auch krank werden. Beziehungsweise da kriegen wir mal bestimmt unser Arkanistenfieber weg, aber das wird bestimmt ein bisschen was kosten. Könnte ich mir vorstellen. So, hinaus. Wir werden jetzt erst einmal die Mission mit dem Wildmagier machen, weil es leider zu früh ist, um mit der Dame zu sprechen wegen Gnadalf. Das ist nämlich das große Problem, was wir haben. Okay, Aufnahme läuft noch. Weil die ist jetzt zu Hause und ich könnte da jetzt nur einbrechen. Weißt du, da braucht ein Expertenschloss? Nee. Das muss jetzt nicht sein. Deswegen machen wir mal die nächste Quest. Hm? Gleich. Und suchen mal nach dem Wildmagier. Ich hatte heute, das kann ich ja mal so ganz kurz erzählen, ich habe ja kurz gestreamt heute. Und da waren sehr interessante Gesprächsthemen aufgekommen, wie zum Beispiel Skyrim, Oblivion und Morrowind. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, aber das lag irgendwie daran, ich glaube, ich habe ein bisschen darüber gequatscht gehabt. Und Skyrim hat eine sehr große Beliebtheit, wie man immer wieder feststellen muss. Und diese Mod kitzelt natürlich alles aus diesem Spiel raus. Und viele haben Angst, wenn sie Elder Scrolls 6 rauskommt, dass das eine Flaute wird. Aber ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass das eigentlich nur besser werden könnte, weil jedes The Elder Scrolls Spiel hat sich jedes Mal immer wieder verbessert. Ist das da zufällig, wo ich hin muss? Oh. Blub, blub. Tauchen wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ach, das ist eine Brücke. Dann gehen wir auch mal den offiziellen Weg. Ich möchte da jetzt nicht unbedingt hintauchen. Ich muss auch speichern, das darf ich nicht vergessen. Jetzt knittert... PC. Moment. Warte, ich muss das anders machen. Ich habe hier noch so ein Glas. Moment. Ich bin sofort da. Ich hoffe, es ist jetzt weg. Ich habe da jetzt mal was Schweres draufgestellt, weil jedes Mal,
Jedes Mal, wenn ich hier aufnehme und sitze und spiele irgendwas oder ich streame, dann knetet irgendwann da oben. Man muss sich das vorstellen, da ist einmal so eine Wasserkühlung, ne? Ist ja ganz normal. Die ist ungefähr so groß. Und da oben drauf liegt nochmal so ein Gitter als Schutz. Und dieses Gitter fängt irgendwie bei stärkerer Belüftung irgendwann mal so an zu vibrieren und zu knetern, wo ich mich frage, warum? Ich hoffe nur, dass das jetzt die Belüftung, das ist... Ich habe jetzt Angst. Das Problem ist nämlich dieses... Das hört man in der Aufnahme hinterher. Ich hoffe wirklich, dass das jetzt weg ist. Oh, hier. Was ist denn das? Ist das eine Ente? Das ist eine Ente? Eine tauchende Ente. Okay. Dann tauche von mir aus. Das sind so diese kleineren Bugs halt. Finde ich immer wieder schön. Ist das das Haus? Nee. Das ist nicht das Haus. Aber hier muss irgendwo, da glaube ich, ein Eingang sein. Da ist ein Berg. Also laut dem Kompass da oben ist da ein Berg. Ist hier irgendwas? Ich habe ein bisschen Angst. Aber nur ein bisschen. Oh, es ist tatsächlich was. Eine leere Truhe. Ich war hier schon mal, oder? Ja, natürlich war ich hier schon mal. Ich bin doch irgendwie hierüber nach Hause gekommen. Ich habe Angst. Ich höre was. Natürlich. Ich habe jetzt gar nicht so unbedingt okay, ich konnte jetzt nicht so unbedingt lesen. Felsenzuflucht. Gehen wir mal rein. Da wird der Wildmagier sein. Ich bin mal sehr gespannt. Ich habe ein bisschen Angst, aber nur ein bisschen. Weil ich glaube, der wird uns wegschnetzeln. Ich habe da irgendwie so das Gefühl, aber wenn wir mit unseren magischen Skills. Okay. Was? Entlaufener Gefangener? Warum greifst du mich denn dann an? Boah, ey. Was bringt sich da gerade um? Na? Ich möchte gerne die Leiter hoch. Achso, ich habe F gedrückt. In einem anderen Spiel muss ich mal F drücken als Aktionstaste. Oh, das ist so... Was? Ach ja, stimmt, es gibt ja hier keine Kletteranimation. Ui. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber der hat auch diese Ausrüstung. Der hat auch diese Ausrüstung. Warum? Wie viel Platz habe ich im Inventar? Oh Gott. Ich wollte das Inventar leeren. Oh, Terra, du machst wieder alles super. Ich glaube, ich starte die Aufnahme nochmal neu. Nein, nein. Ich würde niemals auf die Idee kommen. Trage jetzt bald ein Messer, du Stiefel. Hab es satt, immer entwaffnet zu werden. Okay, ich bin auf der richtigen Höhe, könnte ich mir denken. Ich muss da auf jeden Fall durch eine... Nee. Wildmagier ist da hinten irgendwo. Hier gibt es ein bisschen Eisen. Eisen zum Korundumerz. Ich nehme das mal mit, weil das ist wichtig. Ausnahmsweise ist das wichtig. Wenn er mir nochmal so kommt, wer eins auf die Mütze bekommt, hol ihn mir im Schlummer und mach ihm großen Kummer. Oh, süße, süße Rache, wie schön ich mir ins Fäustchen lache. Ich finde diesen Song gut. Hab ihm doch gesagt, er soll einfach das Gold rausrücken. Aber hat er zugehört? Natürlich nicht. Immer müssen sie sich wehren.
Wir probieren's mal. Zwei Blitze. Nicht schlecht. Fliegen die Blitze so weit? Nee. Ich muss... Also ich könnte. Wenn ich wollte, könnte ich jetzt hier auch nochmal lang. Ich glaube auch, ich musste... Alter, hier sind sehr viele. Ich gehe jetzt nochmal zurück, weil ich möchte nämlich gerne den normalen Weg gehen. Der hier oben ist jetzt nicht gerade so spannend, obwohl Corundum-Erz ist eigentlich immer gut, wenn man es findet, weil es ist ja sehr wertvoll, das Corundum-Erz. Ich glaube, das war von dem alten Volk, wurde das viel benutzt. Das ist auch so ein bisschen goldfarbig. Oder messingfarbend. Entlaufener Gefangener. Hä? Ich wollte doch runter. Achso, ich muss runterspringen. Natürlich. Macht ja auch Sinn. Was liegt denn hier? Alte Vagabundkapuze. Da ist Eisen. Da ist sogar eine Münze. Da liegt noch eine Münze drunter. Ich will die... Die Kapuze möchte ich nicht unbedingt mitnehmen. Ich will es aber auch nicht einfach da auf den Boden schmeißen. So, Ordnung muss schon sein. Selbst bei Diebeszügen. So, was haben wir hier drin? Ein Goldamulett. Her damit. Ist richtig viel wert. Kann man nie genug von haben. So, Fleckenpilz. Hier liegt eine Spitzhacke. Hier war, glaube ich, meine Eisenader. Ich ducke mich mal lieber. Ich habe ein bisschen Angst. Da liegt ein altes, zerstörtes Buch. Mana-Trank. Nehmen wir mit. Tintenfass und eine Feder. Einfach mal mitnehmen. Weil vielleicht wollen wir mal irgendwann was schreiben. Und hier liegen enderellische Groschen. Dann ist dann Fleckenpilz. Ein Kelch. Eine Schale. Und Gift des Leidens. Und jetzt ist hier ein Alchemielabor. Hier könnte ich jetzt... so ein paar Tränke wieder brauen. Ich habe nicht mit, natürlich nicht mehr... Achso, das ist der Town hier. Ich dachte, jetzt läuft gerade jemand auf uns zu. Wir könnten jetzt hier natürlich so ein bisschen was ausprobieren. Nachtschattengewächs haben wir noch nicht probiert. Und Rattenhaut. Ich glaube, Rattenhaut stellt Mana wieder her. Oder macht Schäden. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Wir machen das einfach mal, dass wir das zusammenpacken. Und wir packen da nochmal eine Biene zu. Rattenhaut. Ausdauer wiederherstellen. Ah ja. Das klingt ja schon mal sehr interessant. Alchemie verlassen. Okay. Ich möchte mal das Nachtschattengewächs essen. Giftschaden erkundet. Das war jetzt nicht so gut. Aber wir haben es zumindest einmal ausprobiert. So, was essen wir denn mal? Oh, ich komme jetzt gerade mit dem Menü nicht mehr so klar. Hier Krustenbrot. Eine kleine Scheibe. Irgendwas, was... Eintopf. Essen wir mal einen Eintopf. Alter, der geht richtig ab. Ich glaube, wenn ich das noch richtig weiß, hier um die Ecke ist eine. Der oben hat es nicht Okay, sie suchen. Die sind über mir. Im Moment läuft es besser als gedacht. 5 alte Pfeile. Und hier ist eine Kiste. Was ist drin? Eine Axt. Streitkorb nehmen wir einfach mal mit, diesen Plan. Können wir vielleicht gebrauchen. Wenn wir uns mal als Waffenschmied probieren sollten. Voilà. Da, Krustenbrot. Da haben wir auch noch ein großes Käsestück. Käserad.
Hier hinten geht's doch auch irgendwo hin. Wo geht's hier hin? Kann es sein, dass hier auch nochmal ein Ausgang ist? Ich glaube, da gehen wir gleich lang. Aber erstmal müssen wir den Magier besiegen. Dafür muss ich da jetzt erstmal leise die Treppe hoch. Und vorher natürlich speichern. Jetzt hänge ich hier irgendwo. Oh. Oh, oh. Mist. Warum gehen denn meine Schnellwahltasten nicht mehr? Ach ja, stimmt. Weil das mal alles irgendwie raus war. Uah, falscher Knopf. Er ist tot. Wo ist denn die Wildmagierin hin? Ist die abgedampft? Ne, die liegt ja auch schon tot. Wie das? Die verschlissene Robe nehmen wir mal mit. So, was haben wir da? Enzyklopädie Arcana oder Arcana Magie Teil 3. Ich nehme das mal mit. Novizentruhe. Wollen wir mal hoffen, dass wir es aufkriegen. Sehr gut. 40 Gruppen. Das hat sich schon mal gelohnt. So, hier sind alles leere Flaschen. Knoblauch. Salat. Also Kohl. Dann haben wir einen Frostschutztrank. Nehmen wir noch ein paar Pfeile mit. Friedenskraut. Ein Hase. Noch ein Hase. Hasenfoto haben wir hier mitgenommen und jetzt könnte ich hier kochen. Wenn es gehen würde. Geht aber nicht. Was haben wir hier? Lehrling Gitter. Vielleicht komme ich hier wieder raus. Ich gehe jetzt deswegen. Oh. Hups. Was haben wir denn hier? Einen armseligen Seelenstein und Rolle der Seelenfalle. Truhe. Enderalgroschen, Federn. Das haben wir schon mal gehabt. Und eine Silberschüssel, aber ich habe wieder zu viel Zeug in meinem Inventar. Was schmeißen wir denn mal weg? Das Eisenschild. Das packen wir mal weg. Weil wir haben ja das von der Stadtwache immer noch. Verstärkter Lederschild, den will ich ungern wegpacken. Hier, den können wir auch wegpacken. Der hat jetzt nicht so viel gebracht. Vom Gewicht her. Wir laufen erstmal weiter. Wir warten mal ab, was passiert. Schade eigentlich, ich dachte, wir können da oben noch ein bisschen weiterlaufen. Also könnten wir theoretisch, wenn wir das Schloss aufbrechen. Also wird das ja irgendwas hiermit zu tun haben. Hoffe ich, denke ich. Könnte sein. Oh, das ging jetzt etwas schief. Ah! Hilfe! Was war das denn? Das, nee, das ist ein anderer Wildmagier. Scheibenkleister. Der ist ja mächtig. Huh.
Ich muss komplett Magie nehmen. Ich bin ja mehr so der Lichtmagier. Oh, das war jetzt bestimmt ein Feuerschutztrank. Oh, ich musste nur noch mal einmal mit der vollen Breitseite treffen. Halleluja. Hä, wieso dreht sich das jetzt alles? Hä? Jetzt ist das alles so schräg. So, lassen wir das so. Boah, ey. Das war jetzt aber echt... Das war echt schon krass. Aber das war immer noch nicht der Wildmagier. Also es war noch nicht der, gegen den wir antreten müssen. Das waren immer noch alles Vorgeplänkel. Und ich glaube, wir sollten tatsächlich Ambrosia trinken. Jetzt habe ich natürlich kein Ambrosia mehr. Das ist ein bisschen blöd. Das müssen wir auch noch lernen, wie wir das zubereiten können. Oh! Fällt einfach mal die Flasche von da oben runter. Oh, ein bisschen Lauch. Apropos Lauch. Ich könnte ja mal wieder etwas essen, wie Brot zum Beispiel. Nehmen wir den Lebenstrank mit. Das Friedenskraut, Knochenmehl, leere Weinflasche jetzt nicht unbedingt. Aber wie viel Alchemielabore hier stehen, ne? Habe ich hier noch irgendwas übersehen? Nö. Das heißt, weiter geht's im Text. Oh nein. Gute Nacht. Die ist genauso tot. Also Eis kann mir irgendwie nicht so viel anhaben. Dass hier das Arkanistenfieber nicht steigt, wundert mich. Gittertür öffnen. Alter, wie sieht denn das hier aus? Das ist so eine Farbe, ne? Die ist voll grell. Ist ja fürchterlich. Da oben ist auch noch so ein Gestein. Ich finde, das sieht irgendwie gut aus. Aber es ist total grell. Voll der Headshot. Oh, Rutsche. Whee. Okay. Ich glaube, das war jetzt der letzte Gegner, oder? Vor dem Gegner. Da bewegt sich was. Will er vielleicht mit mir reden? Nein, will er nicht. Bertolus der Schlitzer. Was? Der heilt sich? Oh, der ist tot. Schon alleine durch dieses... Da gibt es ja noch so eine Rückkopplung, ne? Dadurch ist er noch gestorben. Boah. Hier, Feuerschutztrank. Ich fand das gut, dass wir den hatten. Aber der war jetzt nicht so mega krass. Ich hätte jetzt gedacht, der wäre voll der starke Bösewicht. Aber in Wirklichkeit war irgendwie total lasch. Hier ist es auch mega dunkel. So ist das schon ein bisschen angenehmer. Die ganze Zeit bin ich hier ohne Fackel rumgelaufen. Verzeiht mir das. Ich vergesse das manchmal. Aber ich glaube, es ist sogar besser, wenn wir nicht die ganze Zeit mit... Was? Expertenschloss... Was soll denn da drin sein? Bauplan. Magie... Erfüllter Bronzeanhänger. Erhöht Mana um 12 Punkte. Her damit. Mana regeneriert 10% schneller. Her damit.
Die Schuhe sind sogar auch besser als die, die ich jetzt an der mitnehme. Nehmen wir mal komplett das Komplettset mit. Was für ein Amulett habe ich denn im Moment um? Ich glaube gar keins. Dann möchte ich jetzt gerne das mit der Magie haben.